Das Unternehmen Pfizer hat einen Vertrag mit der von den Vereinten Nationen unterstützten Stelle für Arzneimittelpatente MPP geschlossen. Damit wird geregelt, dass das Mittel Paxlovid auch von anderen Konzernen hergestellt und somit in 95 Länder geliefert werden kann. Paxlovid soll im Körper die Vermehrung von Coronaviren hemmen. Zunächst einmal gehen wir davon aus, dass das Mittel wohl erst an Menschen aus Risikogruppen verschrieben wird. Es soll verhindert werden, dass die Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen oder es einen schweren Krankheitsverlauf gibt. Man muss das Mittel rund 3 Tage lang nach dem Auftreten erster Krankheitsanzeichen einnehmen. Wie andere europäische Länder auch, erwägen die Niederlande, die Alltagseinschränkungen für Menschen zu verschärfen, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Im Gespräch ist unter anderem nur noch geimpften und von der Krankheit genesenen Personen die Teilnahme an Veranstaltungen zu gewähren. In Kroatien müssen künftig alle Staatsbediensteten nachweisen, entweder geimpft oder genesen zu sein oder ein negatives Testergebnis vorliegen. Bisher galt das nur für das Gesundheitswesen. Die kroatischen Behörden wollen die Bevölkerung ermutigen, sich impfen zu lassen. Das trifft auf rund die Hälfte zu. Wir müssen doch zur Bank, zur Post und in Krankenhäuser, also ist es letztlich besser, sich impfen zu lassen. Fragen Sie mich nicht, die machen unser Leben noch schwieriger, als es eh schon ist. Die Ukraine hat eine Prämie von 1.000 Hrivnja, rund 33 Euro, für die Menschen ausgelobt, die sich impfen lassen. Das Land hatte zuletzt einen 9-Tages-Höchstwert an Covid-19-Toten verzeichnet. 838 weitere Menschen starben.